Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, heute gibt es ein Unboxing-Video und ein kleines Montage-Video, denn ich habe von der Firma AMVR was bekommen, und zwar ein Headstrap, ein Comfortable Headstrap. Das nennt sich auch Q3HW6 und ist erhältlich im AMVR-Shop. Da könnt ihr auch mit meinem Code 5% bekommen. Und auf Amazon ist es auch erhältlich, und wir gehen gleich mal die Shops durch. Ich möchte euch das kurz mal zeigen, auspacken und damit wir endlich ein bisschen mehr Komfort bekommen mit unserer Quest 3, denn das Teil ist besser, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Also ich habe echt Schlechteres erwartet, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, wow, das ist echt ein cooles VR-Gaming-Gefühl, ne? Also ich glaube wirklich, zum einfach auf der Couch liegen, Fernsehen gucken und so ist es super. Ansonsten ist es halt nicht so dolle, muss ich sagen. Aber besser als erwartet, besser als der Quest 2, die Quest 2 Halterung. So, jetzt packen wir das Ganze einmal aus. Und dann gehen wir nachher mal kurz die Shops ab. Und dann zeige ich euch das ganz kurz nochmal. So, und ich muss sagen, die ganzen Artikel von AMVR, die haben mir bisher immer super gefallen, muss ich sagen. Und deshalb kann man hier meiner Meinung nach auch nicht viel falsch machen. So, hier haben wir halt hinten das Cover, was hier hinten drauf kommt, ne? Damit wir hier ein schönes Kopfgefühl haben. Dann haben wir hier oben den Strap, den Headstrap. Und jetzt kommt die komplette Halterung. Also das ist jetzt was für Leute, die wirklich nicht unbedingt einen Batteriestrap brauchen. Die sagen, reicht mir. Auch vom Preis her ist es ganz okay. Also aktuell 30% Rabatt auf Amazon, sind wir bei 31,50. Also da kann man echt nicht meckern, meiner Meinung nach, für ein echt komfortables Headstrap. Und ja, hier haben wir noch eine kleine Anleitung dabei, wie das Ganze funktioniert. So, nochmal ein bisschen näher für euch. So. Ich kann aktuell keine Gameplays zeigen. Ich habe es in einem anderen Video schon erwähnt, weil ich eine starke Bandscheibenvorwölbung habe. Und die drückt mir so sehr auf den Nerven, dass ich gleich kaum hier aus dem Sitz aussteigen kann. Und ich musste echt kämpfen. Von daher bitte ich momentan zu entschuldigen, dass ich keine Gameplays zeigen kann. Aber ich hoffe, das bringt euch auch ein bisschen was. Und ihr habt damit auch ein bisschen, ja, kleines Gimmick, sage ich einfach mal, dass ihr sagt, okay, Hardware-Videos sind auch nicht schlecht, ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Genau, hier haben wir auch noch mal links, rechts, damit wir auch wissen, wie rum das Ganze eingesteckt wird. Also hier an den Seiten, ne, seht ihr ja eingraviert, links, rechts. So, dann haben wir hier links, da rechts. Dann wird es einmal so. Und schon ist es dran. Haben wir schon mal die eine Seite geschafft. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Jetzt machen wir erstmal das alte noch ab, ne? So, das legen wir kurz zur Seite. Machen wir das Original-Headstrap ab. Das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur hier zur Seite ein bisschen wegziehen. Und dann geht das auch schon ab. So, jetzt geht mir fast die Linse hier flöten. Das wäre schlecht. So, jetzt mache ich mal hier das Facecover noch ab, damit wir ein bisschen besser hier drankommen. Ans Kopfband. Oder kommen wir da so dran? Ich muss gerade mal schauen. Ja, ist glaube ich besser, wenn wir es wirklich mal abmachen. Dann kommt man da wirklich besser ran. So. So, da haben wir es. Erstmal weg zur Seite damit. Sieht eigentlich auch witzig aus, die Quest 3 so komplett ohne, ne? Nackt. So, jetzt müssen wir das Kopfband hier einfädeln. Das nehmen wir uns dann einmal so, denke ich mal, so. Und dann wird das hier oben eingeschoben. Das machen wir jetzt mal. Ist bestimmt ein bisschen fummelig, aber ihr seht es. Ja, ich versuche es mal für euch ein bisschen besser darzustellen. So, da kommt es schon langsam. Und dann kann man den hier so rausziehen. Ne, seht ihr? Und Polsterung sollte dann jetzt zu mir zeigen, quasi zu euch. Und dann kann man damit auch mehr anfangen, wenn es auf dem Kopf aufliegt. So, jetzt mache ich einfach das Face-Cover auch wieder dran.
Das weiß ja jeder, wie es geht, einfach nur einklicken und fertig. So, jetzt habe ich das schon mal hier dran. Und jetzt brauche ich einfach nur hingehen, pack mir das Ganze. Und ja, ihr seht ja auch hier die Aussparung. Einmal von USB-C-Anschluss. Ne? Das klicken wir dann einfach auch drauf. Also super easy. Es muss nichts geschraubt werden, wird alles nur geklickt. Und hier seht ihr auch die Aussparung vom Klinkenanschluss hier. So. Das war es eigentlich erstmal. Und jetzt muss man, das war beim alten auch so, wir haben hier so einen Klettanschluss hier, oder Klettfläche. Und die musste man hier so rein kleben, sage ich einfach mal, damit er hier hält. So. Jetzt habe ich den hier, wie ihr seht, einfach hier zwischengeschoben. Also einmal die Fläche hier ab, da rein und fertig. Und schon haben wir eigentlich das, was wir wollten. Ich werde das jetzt mal ganz kurz anprobieren. Oh, da geht auch direkt die Brille an, ist auch praktisch. Ne? Jetzt kann ich mich wenigstens sehen. So. Also ich muss sagen, man kann es schön festziehen, man kann es auch ein bisschen lockerer machen. Also super, super Gefühl, auch hinten schön gefedert und gepolstert. Hier oben sowieso. Also diese Polsterfläche ist echt super. Und erster Eindruck ist echt super. Man kann jetzt noch sagen, okay, das Facecover, das Original ist sowieso nicht so ganz toll. Da werde ich eventuell auch noch mal was anderes zu ordern. Und wenn das noch jetzt schöner, gepolsterter wäre, dann hat man natürlich noch mal was Besseres. Das gibt es aber auch im AMVR-Shop, das kann ich euch gleich zeigen. Aber ansonsten vom Kopf her und von hinten ist es super gepolstert. Diese Verstellung hier funktioniert tadellos. Montage, habt ihr gesehen, wie einfach das Ganze jetzt war. Und wir können das Ganze auch kippen. Das heißt, wenn man es so jetzt dran hat, macht man einfach nur kurz ab. Zack, kann man es hochklappen und dann auch wieder zurück. Ist auch eine Funktion, die manche Leute lieben, manche nicht. Aber hier finde ich es jetzt echt sehr praktisch, muss ich sagen. Ja, und das war es schon mit dem AMVR Headstrap, mit der Montage. Also ich war bisher von den Produkten von AMVR noch nie enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisher waren die echt top. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Seite an. Also einmal haben wir Amazon hier und ja, bei Amazon haben wir aktuell einen Preis von 45 €, also 44,99 €, 30% Coupon aktiviert, dann haben wir 31,49 €, ein paar gequetschte und also dafür ist es echt super. Wir haben ja 205 Gramm Kopfriemen und der nimmt echt das ja das komplette Gewicht schön ab. Also da kann man echt nicht meckern. Ja, hier sieht man das auch nochmal, dass das zum An- und Abziehen einfacher ist. Ne? Man kann es dann halt bei Brillenträger, also ich habe jetzt keine Brille reingemacht, weil ich die Linsen von VR-Optiker drin habe, aber ansonsten ist es echt sehr, sehr gut. Genau, wir kriegen ja hier keine Kopfschmerzen mehr, weil es besser ausbalanciert ist, das Ganze. So, das haben wir das eine und hier haben wir den AMVR-Shop und hier kostet das Ganze 32,99 € und mit meinem Coupon-Code könnt ihr nochmal 5% Rabatt erreichen und ja, ich habe dann auch was davon, wenn ihr darüber bestellen wollt. So, das ist einmal das Headstrap und dann gehen wir einfach mal Quest 3 und da gibt es halt hier auch noch. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus, muss ich mir auch vielleicht mal organisieren. Ich glaube, dass man damit noch ein viel besseres ja, Feeling vorne hat. Das Original-Facecover, das gefällt mir nicht. Das, auch wenn ich jetzt hier kein Freund von diesem Kunstleder bin, aber dieses Kunstleder ist halt auch, wenn man schwitzt, ein bisschen hygienischer als der Stoff, den man da original hat. Von daher ist es schon ganz gut. Kostet dann 30,59 €. Könnt ihr auch, wenn ihr Interesse habt, das zu testen, könnt ihr das testen und dann könnt ihr gerne auch meinen Coupon-Code nutzen. Dann haben wir hier auch nochmal Controller-Grips mit Akkus drin. Ist auch sehr, sehr praktisch. Hatte ich für die Quest 2 auch. Mal schauen, ob ich das dafür auch nochmal bekomme.
Also auch sehr, sehr gut. Hat mir auch richtig gut gefallen, auch mit den Halterungen hier von den Controllern, dass wir die dann diese Handschlaufen direkt dran haben. Also gibt's einiges und ja, wie gesagt, könnt ihr entweder über Amazon bestellen, da werde ich euch einen Affiliate-Link hier in die Beschreibung packen, oder ihr bestellt es direkt über den AMVR-Shop, da werde ich euch dann auch noch einen Link zur Verfügung stellen. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte nur ein ganz kurzes Unboxing- und Montagevideo machen. Also ihr habt gesehen, Montage ist echt nicht schwer. Da kann man nicht viel falsch machen. Ein bisschen fummelig ist das hier mit dem Kopfband, ne, dass man das hier hinterfummeln muss. Aber da einfach wirklich das Facecover entfernen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Dann kann man es schön bequem durchwursteln, sage ich mal. War jetzt auch das erste Mal, dass ich das Ding ausgepackt habe und montiert habe. Ich habe es jetzt auch ohne Anleitung zu gucken oder sonst was und habe da gesehen, wie schnell es war. Einfach, ich habe nur kurz überlegt, muss ich das Facecover jetzt entfernen oder nicht? Und dann, ja, ich möchte immer schon meine Videos so naturgetreu haben wie möglich. Ich möchte hier keine Hochglanzvideos produzieren. Ich bin ein normaler User und demnach nehme ich mir dann einfach was und versuche das zu montieren, so wie es euch da draußen dann auch geht. Und ja, so einfach ist die Montage hier und ich finde es echt gut. Ich bin echt gespannt auf die ersten Tests, wenn ich mal wirklich wieder boxen kann oder sonst was. Aber das ist momentan mit der Bandscheibe noch in ganz, ganz weiter Ferne. Aber irgendwann werde ich das auch nochmal genießen. Ich habe ein paar andere Accessoires noch organisiert für die Quest 3. Also es ist jetzt nicht das einzige Headstrap, was ich habe. Da kommt noch was. Das hier habe ich jetzt von AMVR selbst bekommen. Ich habe aber auch Sachen noch selbst gekauft. Und ja, trotzdem Dankeschön an AMVR. Und wie gesagt, ich kann AMVR nur empfehlen. Qualität stimmt hier einfach und Komfort auch. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir hier mit dem VR-Headset einen guten Komfort haben. Und ganz ehrlich, für einen Preis von 32 Euro kann man hier echt nicht viel falsch machen. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen Batteriestrap braucht. Wenn man einen Batteriestrap braucht, ist man hier natürlich fehl am Platz. Da muss man sich dann hier was dran basteln und so. Aber da gibt es halt andere Lösungen von. Und da werde ich auch in Zukunft noch was vorstellen, wenn ihr da unbedingt eine Lösung braucht als Batteriestrap. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal einmal abonnieren würdet und dann natürlich auch einen Like raushauen aufs Video, wenn euch es gefallen hat, und gerne auch mal ein paar Comments raushauen, ist auch immer wichtig für den Algorithmus von YouTube, dass man weiterhin sichtbar bleibt. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und falls wir uns jetzt nicht mehr sehen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls das Video jetzt morgen noch erscheinen sollte. Und ja, wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.